herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greenscreen. Heute dürft ihr euch mal wieder ein wenig gruseln. In Little Nightmares trefft ihr nämlich, wie der Name schon verrät, auf ein paar spielgewordene Albträume. Genauer gesagt will euch der Horror-Plattformer die klassische Panik und Furcht eurer Kindheitstage zurückbringen. Alles angenehm dosiert und hübsch verpackt. Zerbrechlich und verhältnismäßig klein kämpft ihr euch in der Rolle von Six durch eine Welt, die euch alles andere als wohlgesonnen ist. Ohne euch zu viel zu verraten, wollen wir euch einen Einblick in teilweise längst verdrängte Ängste und Vorstellungen geben. Sozusagen ein kleiner Vorgeschmack, serviert im Leichensack. Ausweglosigkeit. Bereits nach wenigen Sekunden in Little Nightmares fühlt ihr eine Art Beklemmung in der Brust. Die hohen und glatten Wände lassen fantasievollen Fluchtplänen kaum Raum und egal wohin ihr geht, ihr würdet euch am liebsten in der Ecke zusammenkauern. Nur die Hoffnung auf Freiheit treibt euch stetig voran. Enge Schächte. Habt ihr euch schon einmal unter einem Bett oder hinter einem Schrank versteckt und seid nicht mehr herausgekommen? Falls ja, könnt ihr euch sicher in Six hineinfühlen, wenn sie durch dünne, nie enden wollende Rohre kriecht. Die Frage ist nur, ob ihr das andere Ende überhaupt erreichen wollt. Panische Flucht. Musstet ihr früher etwas aus dem Keller holen und habt beim Rückweg das Licht zu früh ausgemacht, kennt ihr vermutlich den panischen Moment, wenn ihr die letzte Stufe erreicht und vor eurem geistigen Auge noch eine Hand aus dem Nichts nach eurem Fuß greift. Auch dieses Gefühl fängt Little Nightmare ein und präsentiert es euch immer und immer wieder. Wackelige Treppen. Große Höhe mag nicht für jeden ein Problem sein, doch wenn das Geländer fehlt, hört bei den meisten der Spaß auf. Habt ihr einen Albtraum, laufen Wege oft plötzlich ins Leere und Treppen ragen scheinbar planlos in den Raum. In Little Nightmares könnt ihr euch kneifen, so viel ihr wollt. Ihr seid bereits wach. Gefahr aus dem Verborgenen. Egal ob es Sandwürmer sind oder Weltraumkäfer in Schrott pressen, lauert etwas unter dem Boden, können die Füße nicht schnell genug in der Luft oder auf sicheren Höhen sein. Ihr wollt besser nicht herausfinden, was unter euren Schuhen so rumkriecht. Das sind nur ein paar der Emotionen, Erinnerungen und Gedanken, die euch während des Spielens von Little Nightmares erwarten. Ihr könnt das nur noch selbst erleben, denn Little Nightmares ist ab sofort für die Xbox One digital, aber auch als Disc erhältlich. Und für ein paar Euro mehr erhaltet ihr die Six Edition. Damit bekommt ihr Little Nightmares nicht nur in einer stylischen Verpackung, sondern den Soundtrack, einen Bogen, Aufkleber, ein Poster und sogar eine Figur von Six für eure Woman oder Man Caves. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Paket. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gruseln. Wir sehen uns nächste Woche bei Greenscreen wieder. Ich war der Maxe, ihr das wunderbare Publikum. Bis bald und ciao.